Hallo Leute, ich bin Bobby und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr mit 5 Profi-Tipps jedes Video episch wirken lassen könnt, selbst wenn ihr Anfänger seid oder noch nicht ganz so viel Erfahrung habt. Etwas, das ich immer wieder gerne sage, ist, dass weniger mehr ist. Es ist vollkommen egal, was ihr filmt. Es kommt lediglich darauf an, dass ihr ein paar grundsätzliche Regeln beachtet, mit denen ihr wirklich jedes Video aufwerten könnt. Hier zum Beispiel habe ich Footage von einem guten Freund erhalten, der leidenschaftlicher Biker ist. Er hat nicht die meiste Erfahrung, was das Filmen betrifft, dennoch konnte ich sein Material so bearbeiten, dass es richtig episch gewirkt hat. Schauen wir doch einfach mal rein. Das Video sah nicht von Anfang an so aus. Viele der Szenen waren stark verwackelt oder auch viel zu kurz. Teilweise waren diese Aufnahmen auch komplett durcheinander. Dementsprechend rate ich jeden, der ein cooles Videoprojekt umsetzen möchte, sich auf 3 verschiedene Aufnahmearten zu beschränken. Die Wide Shots, die Mediums und die Close-Ups. Egal was ihr filmt, ihr fangt weit an, damit ihr schöne, großflächige Aufnahmen macht. Danach sollten ein paar Medium Shots folgen und zum Schluss könnt ihr in die Close-Ups bzw. Details übergehen. Damit entsteht eine gute Dynamik, was eure Aufnahmen betrifft und ihr habt viel mehr Möglichkeiten, die Aufnahmen miteinander zu kombinieren, als wenn ihr beispielsweise super viele Detailaufnahmen habt. Das war beispielsweise auch ein kleines Problem von Toffer, dass er sich viel zu sehr darauf beschränkt hat, ganz viele tolle Detailaufnahmen zu machen, aber so gut wie keine weitwinkligen. Dementsprechend achtet darauf, shootet wide, medium und close, damit ihr einfach eine gute Bandbreite an verschiedenen Aufnahmetypen habt. Was verwackelte Aufnahmen betrifft, gebe ich euch ebenfalls einen Tipp, der euch gar nichts kostet. Alles, was ihr dafür benötigt, sind eure beiden Hände und eure Kamera. Und im Optimalfall habt ihr noch ein Halsband, was ihr an eure Kamera befestigen könnt und um euren Hals herumlegen könnt. Warum ist das so wichtig? Weil wir versuchen wollen, mindestens 3 Points of Safety zu erzeugen. Was sind Points of Safety? Points of Safety sind Punkte, die dazu verwendet werden, um das Verwackeln des Bildes zu vermeiden mit natürlichen Mitteln. Dazu gehören logischerweise unsere Hände, mit denen wir versuchen, so ruhig wie möglich die Kamera zu halten. Und nun mit dem Halsband, was wir um unseren Hals gelegt haben, können wir dieses schön auf Spannung halten, um einen dritten Punkt zu erzeugen, der nochmal uns dabei hilft, dass das Bild weniger verwackelt. Zu guter Letzt gebe ich euch noch den Tipp, haltet die Kamera, wenn ihr etwas filmen möchtet, immer schön nah am Körper. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn wir unsere Arme ausstrecken, dann ist das Gewicht der Kamera viel schwerer, als wenn wir es nah am Körper halten und dementsprechend entsteht so schneller verwackelte Aufnahmen. Im Editing-Programm angekommen, hier Premiere Pro, möchte ich euch noch einen ganz besonderen Effekt zeigen, der euch dabei hilft, eure verwackelten Aufnahmen noch ein wenig zu optimieren. Warp Stabilizer ist hier das Stichwort. Der Warp Stabilizer ist ein ganz toller Effekt, der eure verwackelten Aufnahmen noch ein wenig smoother macht und dementsprechend größere Patzer von euch ein wenig verbessert. Etwas anderes, das ich euch zeigen möchte, ist hier im Projektfenster. Im Projektfenster habe ich nämlich das Footage von Toffer in 2 Ordner gepackt. Einmal 4K 30fps und einmal Full HD 120fps. Wie ihr aber sehen könnt, sind die Framerates alle identisch. Nun fragt ihr euch vielleicht, woran liegt das? Wenn ihr eure Videos verlangsamen wollt, geht nicht in eure Timeline, rechtsklickt auf euren Clip und wählt Speed und Duration und setzt den Speed einfach nur auf 50%. Viel besser ist es da, das Footage mit der hohen FPS auf dieselbe FPS-Zahl zu setzen, wie das Footage, was nicht verlangsamt wurde. Normalerweise filme ich immer mit 24 FPS. Dementsprechend hätten wir hier nochmal 6 Frames gehabt, die wir hätten verwenden können, um das Video noch ein Stückchen langsamer zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn wir unser 120 FPS Footage auf 30 verlangsamen, hat das auch schon einen richtig coolen Slow-Mo-Effekt. Und das Ganze sieht einfach viel smoother aus, als wenn wir einfach nur die Geschwindigkeit des Videos auf 50% reduzieren. Wie ihr das Ganze in Premiere Pro machen könnt, ist relativ simpel. Ihr wählt einen der Clips aus oder auch mehrere, wählt dann dementsprechend einfach alle Clips aus, die ihr auf die Framerate bringen wollt, die ihr im kompletten Projekt verwenden wollt, rechtsklickt nun auf den jeweiligen Clip
oder auf alle Clips, geht auf Modify und interpretiert das Footage. Hier können wir nun bei dem Punkt Assume this Frame Rate die Frame Rate eingeben, die wir uns wünschen. Dementsprechend wäre es hier jetzt 29,97, also 30 FPS. Und wenn wir nun unser Footage einfach auf die Timeline ziehen, werdet ihr merken, dass die Clips viel länger sind, aber sie logischerweise auch in Slow-Mo sind. Und das ist ein viel coolerer Slow-Mo-Effekt, als wenn ihr einfach nur den standardmäßigen Geschwindigkeitseffekt verwendet. Das war jetzt ein etwas spezifischerer Tipp, den viele Premiere Pro-Nutzer verwenden können, aber ich denke, dass auch andere Programme euch die Möglichkeit geben, die Framerate eures Videomaterials zu verändern. Zu guter Letzt möchte ich euch noch etwas bezüglich Color Grading sagen. Wenn ihr euch mit Color Grading unsicher seid oder euch nicht wirklich auskennt, bieten euch die meisten Editing-Programme heutzutage ganz viele Presets, aus denen ihr auswählen könnt. Hierbei achtet einfach darauf, dass ihr versucht, das natürliche Bild einfach nur ein bisschen besser zu machen und es nicht komplett unrealistisch zu gestalten. Natürlich könnt ihr auch andere Farbkombinationen mal ausprobieren, aber achtet einfach darauf, dass sie nicht super kontrastreich sind oder komplett ausgeblichen. Das wirkt einfach nicht schön und wird auch keinen professionellen Eindruck machen. Ich selbst habe beispielsweise für dieses Video auch einfach nur ein Preset in Premiere Pro verwendet, was mir dabei geholfen hat, ein richtig cooles, aber auch simples Color Grading zu verwenden. Ich hoffe, euch konnten diese Tipps ein wenig weiterhelfen. Danke, Toffer, dass wir diese coole Collab zusammen starten konnten. Vielen Dank auch nochmal, dass du dir die Mühe gemacht hast, das Videomaterial zu filmen. Und wenn ihr sein Video auschecken wollt, dann klickt einfach jetzt auf die Einblendung oben rechts in der Ecke. Und ansonsten kann ich mich nur bedanken und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.